Hallo Welt, da sind wir wieder, hier auf dem Turm der Banditen. Und wir haben in der letzten Folge schon die Gitarre geholt. Die sollten wir jetzt dabei haben. Hoffentlich ziehen wir sie nicht, wenn wir schießen wollen, aus Versehen. Wäre mit Sicherheit lustig für die Angreifer. Aber für uns vielleicht nicht so sehr. Kommt drauf an, wie gut wir spielen können. Und in dieser Folge gehen wir noch ein Stück weiter die Gleise entlang. Springen ist keine gute Idee. Nein, 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 nein. Ihr habt aber... Oh doch, ihr habt hier was zum Einsammeln. Gut, 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 gut. Ach Moment, die Waffe sollten wir doch schon reinigen können jetzt. Und unten sollte noch jemand liegen, der vielleicht ein bisschen Zeug hat. Für uns. Ach so, reinigen geht ja nur an der Werkbank. Ich glaube fast ja. So, wir könnten hier irgendwas anbauen, wenn wir was hätten, aber es sieht jetzt nicht so danach aus, als hätten wir irgendwas Gutes gefunden für unsere Waffen. Ja, schade, dass wir ihm da nicht mehr helfen konnten hier. Echt schade. Ah, durchsuchen müssen wir hier, glaube ich, nichts. Wenn da Banditen waren, die haben doch mit Sicherheit schon alles durchsucht. Was sagt die Zeit? Mitten in der Nacht? Ganz schön hell. Gruselige Elektrizitätsanomalie, irgend sowas. Na. Artyom, Miller hier. Ich schicke jetzt die Koordinaten von Duke. Von dort behält er die Brücke im Auge. Treff dich mit ihm. Er wird dich über die aktuelle Lage im Terminal informieren. Miller, Ende und aus. Koordinaten von Duke, ja gut und schön. Oh nein. Oh, Duke! Hallöchen, mein Blutsbruder! Hast mich nicht gesehen, hä? Die anderen auch nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ich habe gehört, dass du wegen einer Motordrechsine zum Terminal willst. Dann hör mal zu. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Drinnen sind nur diese Tier-Mensch-Mutanten, so scheint es. Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Diese Typen scheinen vom Terminal wie Fliegen von du weißt schon was angezogen zu werden. Die Banditen haben während meiner Wache drei von ihnen gefangen. Jetzt sieh dir dieses Gebäude da an.
Dort halten die Banditen ihre Geiseln zur Lösegelderpressung gefangen. Die armen Kerle müssen richtig leiden. Ich habe den Oberst 3-mal um Erlaubnis gebeten, da reinzugehen, aber keine Chance. Ich verstehe das ja auch, aber Normalbürger habe ich immer vor Schuften wie diesen beschützt. Daher ist es für mich schwierig, die Füße stillzuhalten. Naja. Siehst du diese Ruinen? Dort ist auch ein Banditenlager. Sie haben Scharfschützen. Ich habe auf dem Dach mindestens eine Zieloptik aufblitzen sehen. Daher würde ich keinen offenen Angriff empfehlen. Die Brücke ist komplett abgeriegelt. Die bewaffneten Leute dort zeigen sich nie. Sie rechnen definitiv mit einem Angriff von uns. Daher müssen wir uns im Moment um sie keine Gedanken machen. Hey, es ist deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu meiden sein. Ich gehe auf jeden Fall auf meinen Posten zurück. Aha. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier reinigen können. Ja, zum Glück haben wir das diesmal voll. Nein. Wir müssen die Waffen reinigen. Oh. Das kriegen wir nicht ganz sauber. Oder doch? Ja, dann ist aber auch alles weg. So, Waffen tipptopp. Das hier reparieren brauchen wir nicht. Ist schon. Ah, ja. Alles okay, oder? Was? Zerlegen? Nicht doch. Oh, herstellen wollte ich. Das wäre die andere Taste gewesen. Aha. Ja. Dumm gelaufen. Aber wir wissen jetzt wenigstens, dass Zerlegen nicht so viel bringt wie Herstellen. Teuer ist. Viel Erfolg! Okay. Wir brauchen mal die Karte ganz kurz. Ein Stück können wir noch in diese Richtung. Wir sollen die Geiseln befreien? Können wir das nicht auf dem Rückweg machen? Ja, aber dann sind die Geiseln vielleicht nicht mehr da. Oh, die schlafen. Ich würde ja gerne im kleinen Haus erstmal gucken. Was war das? Scheiße.
Was soll ich hier überhaupt? Als ob das nötig wäre. Ja, klar. Sag mal, Seba, warum halten wir die Schwachköpfe eigentlich unter Verschluss? Also das ist ja mal eine dumme Frage. Was machen wir hier denn wohl? Aber dann greifen entweder auf die den Konvoi an, oder passiert. Siehst du? Er ist ein Anfänger, aber er hat recht. Ja, was soll ich hier überhaupt? Als ob das nötig wäre. Die egal. Ja, diese Arschlöcher hätten uns verpfeifen können. Dann wäre der Plan aufgeflogen. Verstehst du, wohin das führt? Ja, dann wären wir hinüber. Im günstigsten Fall. Ich verstehe. Warum haben wir sie gar nicht auf der Stelle erschossen? Sollen Glieber und seine Leute etwas selber rudern, wenn sie den Konvoi haben? Aber der Konvoi hat ein Schleppschiff. Warum sollten sie also rudern? Damit du dumme Fragen stellen kannst. Wir brauchen... Du Dreck! Oh, haben die Hunde? Da war doch noch was. Hey, du Stück Hühnerscheiße! Bist du im Scheißhaus abgesoffen oder was? Okay, vielleicht war das der letzte. Nein, da läuft noch einer. Jungs, hier liegt eine Leiche! Welche Jungs meint er wohl? Ist da vorne noch? Ja, da ist noch einer. Den schnappern wir uns. Hoffentlich kommen wir da so rüber. Irgendwie sah mir das sowieso nicht so ganz stabil aus.
Eieieiei, Vorsicht. Schon sagen, lasst uns raus, dann wird hier wohl alles sicher sein. Ah, na endlich. Bitte, lass uns hier raus. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Und wo seid ihr? Unten haben sie euch eingesperrt. Jaha. Was ist hier? Oh. Das lohnt sich doch richtig hier. Bitte, lass uns hier raus. Was ist das? Ja, wir suchen erstmal, wo die sind. Ich glaube, sonst hören die nie auf. Wir werden auch für dein Seelenheil beten, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist. Gott segne dich. Danke. Gebete sind gut, aber ich möchte dir mit etwas Handfesterem danken. Hör gut zu. Im Terminal gibt es einen Raum. Dort bringen wir alle sündigen Dinge hin, damit der Fisch sie läutert. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du bist ohnehin ein Sünder. Vielleicht findest du da etwas Nützliches. Danke. Simon, das darfst du nicht. Zelantius wird dich dafür exkommunizieren. Das wird er nicht, wenn du es ihm nicht erzählst. Oder möchtest du lieber hier sterben? Durch die Klinge eines Heiden? Natürlich nicht. Ich sag nichts. Geben wir ihm etwas Zeit zum Erholen. Anschließend gehen wir mit Gottes Hilfe zur Brücke zurück. Ja, sein Wille geschehe. Chemikalien. Habt ihr keine Chemikalien für uns? Okay, wir haben die Gefangenen befreit und sind am Ende der Folge. Dann gucken wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Aber weiter wird es gehen. Ach, Licht. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.